Wie schnell man lernen kann, mit dieser Drohne zu fliegen, das testen wir heute in diesem Video. Ich habe ganz nach dem Motto, haben es weshalb brauchen, mir diese kleine DJI Neo gekauft und sie immer noch nicht ausprobiert. Und das machen wir heute gemeinsam. Ich packe die mal aus. Ich habe die auch irgendwann schon mal geladen. Sie hat sich schon wieder so ein bisschen entladen, weil bei Akkus ist immer das Ding, dass man die am besten rausnimmt, damit die sich nicht die ganze Zeit wieder entladen. Also wir haben noch 3 von 4 Balken oder 3 von 5 Balken, immerhin. Ja, das ist das kleine Schätzchen. Ich habe auch schon mal ein Unboxing dazu gefilmt, aber wie gesagt, immer noch nicht geflogen. Hier haben wir diesen winzig kleinen Gimbal-Schutz, den wir jetzt mal abnehmen, wenn er uns denn lässt. Zack. Und dann ist die eigentlich auch schon ready to fly. Was ich allerdings schon habe, ist die DJI Fly App. Die brauchst du für dein Handy, um die zu connecten, um damit fliegen zu können. Oder den Controller, den ich von meiner DJI Mini 4 Pro noch habe. Ich teste mal beides heute. Mal gucken, wie schnell ich das lernen kann und wie gut wir damit fliegen können. Genau. Oder wie lange das überhaupt hält. Ich habe mir auch schon mal einen Akku dazu bestellt. Der ist aber leider noch nicht angekommen. Deswegen müssen wir heute mit dem auskommen, den ich da irgendwann vor ein paar Wochen mal geladen habe. Let's go! So, fangen wir zuerst an mit der Connection mit dem Handy. Ich öffne jetzt einfach mal die DJI Fly App und nehme dir dazu meinen Screen auf, dass du das auch sehen kannst. Und ich teste jetzt hier mal dieses Verbindungstutorial. Und da kann ich auch, guck mal hier, schon die DJI Neo auswählen. Das ist wahrscheinlich an erster Stelle, weil das die neueste ist. Und dann kann ich hier auswählen, wie ich das verbinden will. Verbinden mit einer Fernsteuerung, mit Goggles. Also man kann die auch mit FPV fliegen. Da ich solche Goggles aber nicht habe, kann ich das nicht testen. Da könnt ihr gerne bei Yasin einmal auf dem Kanal vorbeischauen. Der hat das nämlich auch mit den Goggles getestet. Ich mache jetzt aber erstmal Verbindung mit einem Mobilgerät. So, entfernen Sie den Gimbalschutz. Das haben wir schon gemacht. Wo liegt der denn? Ich hoffe, ich finde ihn wieder. Ich habe nämlich in Österreich auch schon mal Zubehör für meine Drohne verloren, also muss ich später nochmal gucken, dass ich alles mitnehme. Ja, das haben wir gemacht. Schieb den Akku ins Akkufach, haben wir gemacht, drückt die Netztaste des Fluggeräts und halte sie dann erneut gedrückt, um das Fluggerät einzuschalten. Also hier der kleine Knopf, einmal kurz, einmal lang. Oh, ja, es tut sich was. Sieh es an. Okay, Gerät suchen. Oh nein, jetzt muss ich hier mit WLAN verbinden, oder wie? Ah, das wäre jetzt nicht so gut. Ah doch, WLAN-Geräte, Gott sei Dank. Der hat sein eigenes WLAN scheinbar. Ich war gerade kurz gesagt, ich bin nämlich jetzt vorhin schon einmal raus, dann war mir zu warm. Weil gestern habe ich mir den Hintern abgefroren, jetzt muss ich meine Jacke erstmal loswerden. Okay, Verbindung bestätigen, 3 Sekunden lang die Taste drücken. Verbinden. Okay, er will irgendwie nicht verbinden. Aber das kann ja eigentlich auch nicht sein, dass man das mit WLAN machen muss. Weil im Endeffekt ist man ja mit einer Drohne nicht zu Hause, sondern meistens unterwegs, ne? Oh, vielleicht klappt es jetzt. Manchmal muss man das einfach nur mal aus- und wieder einschalten. Vielleicht hat das jetzt geklappt. Jawohl, es hat funktioniert. Und die kann man sogar auch aus der Hand starten lassen. Man muss nur gucken, dass man nicht irgendwie mit dem Finger in dem Gimbalschutz steckt. Aber gut, das wäre dann auch nur natürliche Selektion. Ne? Heute ist natürlich auch jetzt sehr windig. Ne? Dein erster Flug. Folge dem Tutorial, um dein erstes Video im Flugmodus aufzunehmen. Abheben. Point the camera at your face and press and hold the mode button to take off. Okay, also man muss jetzt hier drauf drücken. Und dann? Okay, ich muss jetzt hier drauf drücken. Circle. Rocket. Spotlight. Spotlight. Helix. Helix. 3, 2, 1. The aircraft is now recording. Once filming is complete, tap I'm done filming on your device to enter the landing section of the tutorial. Es funktioniert. Sie fliegt einmal erfolgreich um mich herum. Sehr schön. Und kommt sie jetzt auch wieder? Testen wir mal, ob sie auf der Hand landet. Ah, mein Gott! Okay, okay. Ich glaube, sie war jetzt verwirrt von meinem Handy, aber sie ist fast wieder auf meinem Handrücken gelandet, feiere ich. Okay, wir machen das jetzt nochmal. Also hier oben an diesen Tasten kann man einstellen, was man denn gerne für einen Modus hätte. Follow. Sie kann mir folgen. Drony. Sie kann einen Kreis um mich herum machen. Vielleicht machen wir das jetzt gerade mal.
Und dann muss man die mit der Hand so ausrichten, dass die Kamera zu mir guckt und dann so halten und dann diese Taste hier oben bestätigen, also länger gedrückt halten, dass die auch abhebt. Na dann. 2 meters. Circle. Sie macht jetzt einen 2-Meter-Circle. Oh mein Gott. Geil. Ich halte jetzt einfach meine Hand schon mal aus. Mal gucken, was sie tut. Ich will sie nicht mehr. Sie ist gelandet. Es funktioniert. Ich fasse es nicht. Ist das cool? Ich stelle mich jetzt hier mal ein bisschen um, dass man das ein bisschen besser sieht. Es kommt natürlich ein Krankenwagen, ich hoffe, den hört man nicht. Also, ich habe die jetzt mit dem Handy verbunden und ich kann hier auch über das Handy Start drücken. Wenn ich das jetzt mal mache und den Spotlight teste, fliegt sie los und behält mich immer im Auge. Zumindest sollte das so sein. Und ich kann auf dem Handy sehen, wie ich im Bild bin. Das ist sehr cool. Wenn ich jetzt hier einmal um meine Kamera herumlaufe, dann nimmt die Drohne das mit auf. Sie landet. Das ist cool. Sie ist gelandet. Also das Coole ist, ich kann das entweder direkt hier an der Drohne steuern. Also ich kann hier mit den Knöpfen auswählen, was sie denn machen soll. Oder ich kann das hier auf dem Handy machen. Da kann ich auswählen, manuell steuern, Folgen, Drohne, Kreisen, Rocket, Helix. Ich könnte natürlich jetzt hier auch auf manuell steuern gehen und die Drohne dann starten. Und dann mal versuchen, wie gut man die denn manuell steuern kann. So, wir starten. Also, ich habe jetzt die Aufnahme gestartet. Wir starten die Drohne. Oh mein Gott. Take off. So. Ah ja. Boah, das ist aber schon auf dem kleinen Handy hier links drehen. Hammer. Landing. Wenn ich die Hand aushalte und darunter halte, dann landet die immer. Ich feiere das. Also ich finde es super schwer. Warte mal, ich beende mal die Aufnahme. Ich finde es mit dem Handy super schwer zu steuern, wenn ich ehrlich bin. Weil jetzt ist natürlich mein Akku leer gegangen und die Datei ist nicht richtig gespeichert. Ich war gerade dabei, davon zu berichten, dass ich es cool finde, dass man die Drohne zwar mit dem Handy steuern kann, ich es aber nicht sinnvoll finde, weil auf diesem Touch-Display fühlt sich alles gleich an und man hat irgendwie gar kein Gefühl dafür, wo man jetzt gerade mit der Drohne hinfliegt. Deswegen finde ich das mit der Fernbedienung eine vermutlich viel bessere Möglichkeit, das zu tun. Ich teste einmal, ist mein Ton noch da? Jawohl, okay. Hier hat man nämlich diese kleinen Joysticks, die man einfach hier draufschrauben kann. Ich hoffe, dass hier der Akku geladen ist. Und ich finde es halt richtig geil, muss ich ja sagen, dass man die so einfach starten kann und auch hinter sich herfliegen lassen kann. Das teste ich jetzt gleich auch nochmal, dass sie so ein bisschen hinter mir herfliegt, indem man die einfach so anmacht. Einmal kurz, einmal lang drücken. Wenn ich jetzt irgendwo bin, wo ich denke, boah, ich will jetzt mal kurz hier langlaufen und die soll mich verfolgen, dann gehe ich hier zum Beispiel auf Brownie, Circle, Rocket, Spotlight, Helix. Follow, die soll mich verfolgen. Richte die so aus, ne, dass sie. Ist da überhaupt eine Speicherkarte drin? Öffne hier die App, verbinde das. Verbindung fehlgeschlagen. Das ist der Vorführeffekt. Ach, und ich habe hier dann sogar das Video. Guck mal hier, ich habe in der DJI Fly App eine Bibliothek mit allen Videos, dass ich das direkt auf dem Handy habe. Das ist natürlich mega cool. Fotos kann ich auch machen. Also ich kann jetzt einfach wieder, ich teste das jetzt mal mit dem Folgen. Also entweder kann ich das hier bestätigen mit der Taste, dass ich die länger drücke auf der Drohne. Oder ich kann sie von mir weghalten und dann hier auf Start drücken in der App. Und das mache ich jetzt mal. Und die Aufnahme startet automatisch.
und sie folgt uns. Was natürlich richtig geil ist. Finde ich ja total cool. Und wenn ich jetzt wieder die Hand ausstrecke, schauen wir mal, ob sie dann wieder darauf landet. Jawohl, tut sie. Das finde ich ja irgendwie eine total coole Sache. Hammer. Was gibt's denn hier noch? Helix, was ist Helix? Probieren wir mal den Helix aus. Ja, funktioniert. Mega cool. Und sie kommt jetzt auch schon langsam wieder zurück. Tada! Die kleine Neo. Es hat funktioniert. So, ich teste das jetzt einmal noch. Ich glaube, der Akku geht nämlich jetzt langsam auch zur Neige. Der zweite Balken blinkt. Aber wir testen die jetzt einmal noch mit der Fernbedienung zu verbinden. Das fände ich nämlich richtig cool zum manuell fliegen. Ich habe zum manuell fliegen auch schon mal ein Tutorial gedreht. Falls dich das interessiert, verlinke ich dir das hier. Zwar nicht mit der Neo, aber mit der DJI Mini 3 Pro. Und im Endeffekt funktioniert das alles ähnlich. Jetzt schauen wir mal, ob der diese Drohne denn erkennt oder ob ich das vorher mit dem WLAN verbinden muss. Ja, also auf der Fernbedienung findet ihr das jetzt gerade nicht. Ich glaube, da muss ich nochmal googeln, wie das funktioniert. Da kann ich dann auch nochmal ein Follow-up-Video drehen. Jetzt heute wollte ich ja eigentlich erstmal testen, wie schnell man lernen kann, mit dieser Drohne überhaupt zu fliegen. Und das hat erstaunlich schnell geklappt, finde ich. Also mir ist zwar einmal der Akku leer gegangen, aber weil der vorher noch nicht ganz voll war. Und ich kann nicht die verfolgen lassen. Ich könnte sie auch manuell steuern, was ich aber mit dem Handy ein bisschen umständlich finde. Und ich kann sie zum Beispiel einfach mal um mich herum fliegen lassen, indem ich Kreisen drücke, sie so von mir weghalte und dann auf Start drücken. Oder ich kann hier oben die Tasten auswählen. Und wenn ich dann jetzt hier einen Modus wähle, länger drauf drücke, dann fliegt sie los. Tschüss. Uah. Und landet auf der Hand. Ja, finde ich richtig cool. Ich muss dann in der App hier nur auf Album gehen, hier unten. Und dann kann ich mir alle Aufnahmen, die ich gemacht habe, anschauen. So, jetzt testen wir noch mal, wie man denn Fotos macht. Das weiß ich noch nicht. Wenn man sie manuell steuert, kann man hier zwischen Foto und Video wechseln. Okay, wir machen ein Foto. Ja, funktioniert. Also das Landen klappt 1A. Jetzt ist nur der Akkustand niedrig und ich beende das jetzt hier an dieser Stelle. Jetzt zieht nämlich auch die Sonne weg. Und ich habe erstmal alles gefilmt, was ich filmen wollte und bin wirklich gespannt darauf, die jetzt öfter mal zu verwenden und wie die Aufnahmen natürlich auch sind. Die Aufnahmequalität in den verschiedensten Locations, mal mit mehr Licht, mal mit weniger Licht. Jetzt war es natürlich relativ hell. Aber ich teste die auch mal im Wald und was ich richtig cool finde, ist, dass die hier so einen Propellerschutz hat, dass die ja super einfach zu steuern ist, also für Anfänger wirklich sehr geeignet ist. Die ist super leicht, die kann man so in die Handtasche schmeißen. Natürlich, wenn man den Gimbalschutz drauf macht, wir wollen ja, dass sie lange hält, unsere kleine Neo. Und ich finde dieses Konzept super geil, dass man einfach die Hand aushalten kann und sie fliegt los und dass sie auch auf der Hand sicher wieder landet. Klar, manchmal landet sie nicht immer ganz gerade, da muss man aufpassen, dass sie nicht runterfällt. Aber ansonsten bin ich damit jetzt mit meinem ersten Eindruck schon sehr happy und ich freue mich darauf, sie weiterhin auszuprobieren. Und wenn du das nicht verpassen willst, vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und schau dir sehr gerne natürlich auch mein Flugtutorial an mit der Fernbedienung, was ich mit der DJI Mini 3 Pro gefilmt habe. Wir sehen uns da. Tschüss.